In diesem Video gibt es 7 Mythen über Minecraft. Mythos Nummer 1: Die 11. Schallplatte. Dieser Mythos hängt mit dem Herobrine-Mythos zusammen. Herobrine war übrigens eine Darstellung in dem Spiel, also eine angebliche Darstellung in Minecraft von dem Bruder des Spielentwicklers. Er soll angeblich darin verewigt haben und er kommt dann und bringt die Spieler um und hin und her. Googelt einfach mal. Man erzählt sich, dass auf der 11. Schallplatte Herobrine Leute zu hören sind. Das soll diese merkwürdigen Geräusche erklären, die man auf der Platte zu hören bekommt. Dazu kommt noch das schäbige Aussehen der Schallplatte und die Tatsache, dass sie lange Zeit nur im Kreativmodus erhältlich war. Es wird ebenfalls erzählt, dass Herobrine erscheinen und den Spieler töten würde, sobald man die Schallplatte abspielt. Da Herobrine jedoch nur Fiktion ist, fallen auch Mythen um die 11. Schallplatte aus dem Rahmen. Wahrscheinlich handelt es sich bei den Geräuschen um einen Enderman, der diese Kreatur, die 11. war, die eingefügt wurde. Mythos Nummer 2: Zuckerrohr wächst auf Sand schneller. Es wird häufig angenommen, dass auf Sand platziertes Zuckerrohr schneller wächst. Das stimmt allerdings nicht. Zuckerrohr wächst auf allen Blöcken, auf denen es angebaut werden kann, gleich schnell. Mythos Nummer 3: Erzvorkommen hinter Kies- oder Erdeinlagerungen. Es gibt den Mythos, dass in Höhlen hinter einer Kies- oder Erdschicht sich mehrere Erze befinden. Dieser Mythos ist aber eine falsche Information, da man durch den Abbau der Erde oder des Kies nur eine größere Abbaufläche vorfindet. Man also eine größere Chance hat, eine Erzader zu finden. Wahr ist jedoch, dass verlassene Minenschächte gelegentlich von Kies- oder Erdanlagerung verstopft sind, so dass ein Durchbrechen dieser Vorkommen neue Abschnitte der Mine freilegen kann. Die Nummer 4: Diamantenvorkommen bei Lavaseen. Die vermeintliche Tatsache, dass in der Nähe von Lavaseen häufiger Diamanten zu finden sind, ist ebenso falsch. Es liegt hauptsächlich daran, dass man an Lavaseen die Diamanten besser sehen kann und dass Lavaseen häufig in ausgedehnten unterirdischen Hohlräumen zu finden sind. Nummer 5: In der Nähe eines Wüstenbrunnens gibt es ein Dorf. In der Realität ist es logisch, dass ein Wüstenbrunnen von und für jemand gebaut worden sein muss. Zumindest für die Wartung des Brunnens würde man in der Nähe eine Behausung vermuten. In Minecraft ist das nicht so. Wüstenbrunnen und Dörfer werden unabhängig voneinander im Spiel generiert. Beim Generieren von Bauwerken achtet das Spiel lediglich auf gewisse Abstände gleichartiger Bauwerke. Daher liegen Dörfer niemals direkt nebeneinander. Ob ein Wüstenbrunnen in Sichtweite eines Dorfes liegt oder nicht, ist dagegen reiner Zufall und nur vom Startwert abhängig. Mythos Nummer 6: Der Nessa Underground. Ein weiterer Mythos ist, dass sich unter den Lavaseen im Nessa ein Hohlraum befindet, in denen Dörfer generiert werden können. Diese Aussage ist aber falsch. Das einzige Bauwerk, das im Nessa generiert wird, ist die Nessa-Festung. Und zum Schluss dieses Videos, die Nummer 7: Enderdrachen ausbrüten. Der Mythos, dass man einen Drachenei ohne entsprechende Mods ausbrüten kann, ist falsch. Selbst wenn man unter das Drachenei einen angezündeten Netherrack setzt, spawnt kein Enderdrachenbaby. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo und vor allem aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dankeschön Leute und ciao.